So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir stehen hier in der hintersten Ecke vom Marienplatz. Der Hannes ist gerade nicht da. Der ist da rübergelaufen, der will gucken, ob es hier irgendwo was zu trinken gibt, Bier oder so. Der Isbo ist auch nicht da, der ist irgendwie dahinter gelaufen, der will gucken, ob es hier irgendwas, eine Toilette gibt oder so. Hier ist ein komischer Brunnen, ja. Das seht ihr jetzt mal kurz hier, ich muss euch das jetzt so zeigen. Isbo hat immer keinen Bock auf Schneiden. Wir wollen eigentlich heute einen Regieis Community Raid machen. Das heißt, am Mittwoch ist die Raidstunde mit Regieis, deswegen möchten wir wirklich gucken, wenn ein Fünfer aufgeht und das ein Regieis ist, dass wir den mitnehmen, dass wir den posten. Ihr kennt Community Raid, ihr wisst, wie das alles ist. Seht es hier nochmal, das ist der, da wollen wir hin. Hier sind noch zwei Geowatts auf, hier ist ein Regirock auf und die eigentliche Arena kann ich euch auch mal kurz zeigen. Da stehen nämlich immer zu Leute und füllen ihre Wasserflasche auf, was man ja so machen kann an einem Brunnen. Das ist der Brunnen hier. Das ist die Arena und der Brunnen gleichzeitig. Kannst du draus trinken. Ne? Das heißt, eigentlich braucht ihr gar kein Bier. Trink lieber Wasser. Ist eh gesünder und besser bei der Wärme. Stand eben auch schon eine Dame da, hat ihre Flasche aufgefüllt. Wir warten jetzt mal, wenn das aufgeht. Wenn das nicht aufgeht, gucken wir woanders und schauen, ob wir das überhaupt hinkriegen, einen Regieis zu finden und den einzutüten. Ansonsten heute noch weiter drehen für auf die dicken drei. Ein paar Stadtszenen braucht der Isbo noch und ja, wir drücken die Daumen. So, es ist 45. Es hat auf jeden Fall funktioniert. Ich kann euch das mal so zeigen. Wir haben jetzt hier alles aufgebaut. Da 4, da 4, da 2, da 3, da alles ist so, alles am Stadion. Oh mei. Wir haben gepostet in den Community-Tab und ich kann euch das kurz zeigen, wer sich da eingetragen hat. Es sind nicht so viel geworden. Manche haben auch schon im Fanchat geschrieben, ah, Schule, ah, geht nicht, ah, habe ich nicht. Es sind jetzt genau 6 Leute. Sonst heißt es immer, schade, zu spät, komm nicht mehr rein. Diesmal ist es Shenaya, Albert Jain, Chavo, Kulidita, Vigita, Serkan, Ciao. Und die werden wir jetzt einladen. Wir haben nur das Problem, dass irgend so eine Type immer zu hier in der Lobby ist und deswegen, sobald man rein will, die Lobbyzeit immer nur bei 50 Sekunden oder irgendwas rumhängt. Wir müssen also genau den Punkt abpassen. Ich muss mal gucken. 80, 80. Der probiert es halt die ganze Zeit, dieser Overtime. Also, Overtime ist schuld, dass das Video sich jetzt zieht. Wir müssen warten, bis er endlich mal rausgeht, dass da eine Null steht, dass wir die Pässe einwerfen können, dann die Leute einladen können, dann den Raid machen können. Und ihr könnt ja schon mal... Was? Und dann sich erstmal betrinken, solange es sich zieht. Ihr könnt ja schon mal erzählen, was man für Konter nimmt gegen Regieis. Lumanda. Okay, Feuer ist gut, da hat er recht, da ist er natürlich, da sind schon wieder Taubsis überall, wie ich gerade sehe. Kannst du keine private Gruppe machen? Kann ich, aber du weißt ja nicht, wie man privaten Code eingibt. Ich drücke hier drauf, dann sage ich dir den Code und den musst du da eingeben, wenn du auch auf privat unten drückst. Na, das wird jetzt ist er draußen, das heißt, wir gehen jetzt alle rein, zack. Das ist sehr gut, jetzt freut er sich bestimmt gleich, wenn er sieht, dass da 1000 Leute drin sind. Und egal, ob der jetzt mit dem Fanrate-Pass mitmacht oder vor Ort ist, vielleicht sieht er uns auch die ganze Zeit. Also Albert Jain, Chava, Vigilda, Kulidita, Shenaya, hier haben wir Serkan, Ciao. Alle drin, alle eingeladen. Das ist drin, sieht gut aus. Egal, ob der jetzt hier an der Arena wäre oder mit dem Fanrate-Pass mitmacht. Wir haben ja Platz. Wir haben nur 6 Leute eingeladen. Das heißt, es wären noch 4 Plätze frei für Leute mit Fanrate-Pässen. Insgesamt wären wir sonst immer 16, aber jetzt 6 plus 6. 13 sind wir jetzt schon. Ist ja gar nichts. Ja, dann passt 6 plus 6, 12 plus eine dazu. Ist dann also der Kollege mit seinem einen Pass. Sind wir jetzt 16. Das Jude ist, du kannst hier den Tisch die ganze Zeit hoch und runter und alles und so. Ja, denn jetzt haben sich wahrscheinlich seine Kollegen gemeldet und haben gesagt, warte, wir machen auch mit. Jetzt muss ich gucken, wer alles drin ist. Eiber Mild, Eiber Pekan, Elisa Huhn, das ist Isbo. Eiber Schaf, das ist der Hannes. Dann hast du hier Ramdusch ist der Hannes. Hä? Ja. Der hat ein Handy, aber ist immer mit 2 Accounts drin. Ich verstehe es nicht. Serkan Chao Kulidita ist auf jeden Fall drin. Shenaya ist Medix, Overtime, Albert Giant. Chavo, Wicketer. Also es müssten alle 6 Eingeladenen drin sein, plus alle von uns, plus Hannes heimlicher Account, den er immer irgendwo mit seiner dritten Hand spielt, gefühlt. Und jetzt sind 17 drin. Ja, passt. Ist okay. Und halt der Fremde da, ja, dieser Overtime.
Overtime. Grüße gehen raus an Overtime, wenn du das siehst. Danke, dass du uns unterstützt. Ohne das hätten wir das nicht geschafft mit 16 Leuten. Du bist die Nummer 17. 17 und 4, weißt du, 21 ist zu viel. Passt nicht in die Lobby. Kampf geht los, nehmt Feuer gegen Eis. Das ist immer sehr gut. Dann schmilzt das so. Mal gucken, wer das 100er hat, wer das Shiny hat oder wer gar nichts hat, weil die App abschmiert. Ispo hat die ganze Zeit gewartet, seitdem wir hier sind, immer Rigi-Eis, Rigi-Eis, ich bin Rigi-Eis, ich brauche Rigi-Eis, ich tue Rigi-Eis auch in meinen Whisky, also. Nein, er hat noch keinen Shiny, oder? Ja. Gut, er hat schon einen Shiny, aber... Aber er will es haben. Selbst wenn er ein 100er Shiny hätte, er sagt, ich will noch eins, ein ganz schlechtes. Und dann noch ein besseres, wie das 100er, weil Rigi-Eis ist einfach der Boss. Guck dir die Füße an. Wie elegant. Das Gesicht an, die Augen. Ja, das Gesicht. Das sieht aus, wie wenn du immer deine komische Lampe abends anmachst, wenn ich schlafen will und alles strahlt die Decke an. So sieht er aus. Eigentlich ist es nur eine Laterne, genau. Das ist also jetzt der Community Raid. Wir nehmen den gerade am Montag auf. Der ist aber für Dienstag, da kommt er online und soll vorbereiten auf Mittwoch die Raid-Stunde mit Regi Eis. Und Donnerstag ist ja schon wieder Raid-Boss-Wechsel. Ich weiß immer noch nicht, was kommt. Keiner weiß, was kommt, aber alle denken, es ist Regi Gigas. Und das wäre natürlich richtig episch, da der ja bisher noch nie in 5er Raids war. Über die Forschung, das Ticket damals erhältlich war und dann in den X-Raids. Es gab dann keine X-Raids mehr. Jetzt mal gespannt, ob der wirklich in die 5er Raids kommt für alle und vor allem mit Shiny-Einführung oder ohne. Also viele sind ja trotzdem beim ersten Mal, wenn ein Boss erscheint, haben wir bei Iveltal gesehen und Xerneas nicht so begeistert, eher abgeneigt, wenn das nicht direkt Shiny ist. Aber es ist trotzdem an sich ein Pokémon, was mächtig viele WP erreicht. Aber es ist nutzlos, weil es ist vom Typ normal. Aber es sieht halt lustig aus, deswegen. Das lässt Spielraum offen für alles. Ich drücke mich jetzt mal hier überall durch. Da ist ein 93er drauf, das erkenne ich doch sofort, weil es da steht. Dann ist hier ein 96er. Ja, was steht da drauf? Mit 1775. Wie viel haben deine? 55. 55, ja, ist das höchste. Und hier ist das höchste 44,68 und kann ich nicht. 1761, 1752, 1768, 1744. 68, so einen habe ich ja auch liegen. Aber wir haben noch 71 und 75. Wenn 75 das 96er ist, dann muss der ja so um die 1780 haben. Und ich habe 18 Bälle, habe jetzt den großen. Eine Chance haben wir noch, dass jetzt hier ein Shiny kommt. Kann man sich hier nicht irgendwo. Jetzt muss ich es doch hier hochknallen. Zum Fangen. 18 Bälle. Du blöde Sau, das fange ich jetzt mit meinen 18 Bällen. 17,49. Was hat der für einen Scheiß? Ist schlecht. Nee, der geht woanders hin, Ispo. Du kannst ja hinterher gehen und dann passt das. Kannst du fragen, was er will. So, ihr seht, ihr müsst gar nicht werfen. Der Buddy erledigt die Arbeit für euch. Dem ist bestimmt gerade das 100er geflohen, deswegen. Die blöde Sau. Geh ich halt woanders hin, mach woanders Raids. Wir warten wieder, bis er angreift, machen den Trick, den Fangtrick. Wir stellen den Kreis ein, werfen dann, wenn er angreift, trefft ihr jedes Mal. Kein Ball geht verloren. Ne? Ispo, machst du auch immer den Fangtrick? Nö, ich mach einfach so und dann sind alle Bälle weg. Und das Regi-Eis auch. Jetzt habe ich daneben geschossen, weil der Ispo mich heftig abgelenkt hat. Habt ihr schon alle gefangen jetzt? Der Ispo ist wieder geflohen überall, guck. Nein, ich bin noch dabei. Ich habe ja noch 15, nur blöde Sau, deswegen habe ich ja nicht gedacht. Guck, zack! Und ach, wieder nicht. Zwei einfach fabelhafte und zwei daneben. So. Nein! Man darf einfach nicht so viel Power in den Wurf stecken. Einfach geschmeidig ziehen und dann müsste das von alleine gehen. Okay. Ich habe auch einen Kollegen in München angeschrieben, ne? Ich sage euch nicht, wer es ist. Hab gesagt, wir sind heute beim Marienplatz unterwegs. Mal gucken, ob das noch passt, dass wir den vielleicht treffen, antreffen, sehen. Vielleicht einen kleinen Gastauftritt in ein Video, aber jetzt ist ja eigentlich das Video schon um, also wird das jetzt hier gar nicht mehr mit reinpassen. Oder ich schneide das einfach ans Ende ran. Da ist er auch drin. Deswegen können wir euch das jetzt hier nochmal zeigen, mit der Bewertung auch dabei. 4 XL-Bonbons noch bekommen. 17,49 und das ist ein 14-12-11 ist das bei mir, glaube ich. 14.06. München, Bayern, zack.
Das war es jetzt, glaube ich, von unserer Seite aus. Hier hinten gibt es was zu essen. Ich glaube, da gehen wir jetzt auch hin und regen uns auf, weil es so lecker ist. Habt ihr ein Regi-Eis gefangen in der ganzen Zeit, jetzt wo es da war? Habt ihr ein Shiny bekommen? Habt ihr ein 100er bekommen? Was denkt ihr, wird der neue Raid-Boss am Donnerstag sein? Und werdet ihr die Regi-Eis-Raid-Stunde mitmachen? Ihr könnt wieder einladen. Vielleicht schafft es eure Lobby in die Raid-Mania am Mittwoch. 18 bis 19 Uhr. Ich werde wieder jede Einladung annehmen, gucken und auf 100er-Suche gehen. Mehr brauche ich nicht. Ansonsten, na, wie ist es am Marienplatz? Nochmal ein Statement zum Abschluss. Was? Wie ist am Marienplatz? Genau, und Sie? Wunderprächtig. Ja, kennt's ja, er wohnt ja hier. Erstmal so ein Bier trinken jetzt. Okay, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und euer Hannes. Und euer Ranhes. Ram? Hans? Hans Ress? Ihr wisst Bescheid.